Das Weihnachtsbüro, vielleicht noch als erstes, ist eine bundesweit tätige Agentur unter dem Motto: Genießen Sie die Weihnachtszeit, wir kümmern uns um alles andere. Mhm. Und die wichtigste Person in diesem Weihnachtsbüro, natürlich neben dem Weihnachtsmann, ist die Weihnachtsfee-Dezember-Sonne. Die ist verantwortlich für alles, was dem Weihnachtsmann abgenommen werden muss. Er kümmert sich dann um seine Termine, wenn der Weihnachtsmann keine Zeit hat. Fährt sie auch in der Welt umher, schult Weihnachtsmänner zum Beispiel, neue Engel. Weil wir wissen ja alle, es gibt immer mehr Kinder auf der Welt, die wollen alle dann auch Besuch vom Weihnachtsmann haben. Und das schafft der Weihnachtsmann eben halt nicht alles alleine. Da muss er sich dann auch Helfer suchen. Da müssen wir auch gucken, was wir dann auch alles richtig machen. Die Weihnachtsfee ist auch im Weihnachtsstand sehr aktiv. Die ist in der Schule und unterrichtet und ist in der Weihnachtsbackstube. Das macht sie im realen Leben dann aber auch. Dann zur Weihnachtszeit, man trifft sie auch manchmal, dann zur Weihnachtszeit irgendwo mit Kindern basteln und backen, die leckeren Plätzchen, die geheimen Rezepte aus dem Weihnachtsstand zum Beispiel. Und dann sammelt sie einfach auch, das kann man auf der Seite sehr schön sehen, alles zur Tradition zu Weihnachten, weil das ist auch ganz wichtig, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass weihnachtliche Traditionen, da gibt es ja ganz, ganz viele auch in Deutschland, die einfach nochmal aufgeschrieben werden, bewahrt werden, gewürdigt werden und es werden Rezepte dort mit aufgeschrieben, Lieder, Gedichte und das ist alles auch eine Aufgabe für sie, einfach um Weihnachten als schönes Fest in den Herzen der Menschen zu bewahren.